Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ich hatte ja damals, ja, also letztes Jahr im August, glaube ich, oder so, mir eine CRT Space gekauft. Die sollte ja damals für Freenet sein, wo ich das alles noch in der Küche hatte. Und irgendwann habe ich mir dann die Retevis geholt, weil ich dachte, ja, das S-Meter gefiel mir von der Space jetzt nicht so berauschend und ja, naja, gut. Ich hatte mir dann ein Gerät später im Auto gebaut und bis jetzt konnte ich ja nur auf 2 Meter, also auf Freenet funken. Ja, das soll sich ab jetzt ändern. Ich habe mir jetzt hier die Maas KCB 2000 gekauft. Ja, was hast du gekauft? Ich habe sie vom Kumpel bekommen, ne? Ja, und die habe ich schon mal testweise. Ja, man sieht sie jetzt nicht. Testweise habe ich sie jetzt hier mal angeschlossen und schon mal so ein bisschen getestet. Weil morgen kommt erst der Magnetfuß mit PLL, also mit PL-Buchse. Und dafür habe ich auch schon eine CB-Funkantenne. Ja, die habe ich mal vom Holger gekriegt, vom Wupperkomet. Da. Ja, er hatte Probleme mit der Antenne und er sagte, ja, er müsste mal gucken, wie die Stehwelle ist, das wüsste er nicht so genau. Und da habe ich gesagt, weißt du was, hast du kein Stehwellenmessinstrument? Ja, nur zu Hause in Kronenberg. Da habe ich gesagt, komm vorbei und ich komme dann eben mit dem Stehwellenmessgerät runter. Ja, und so haben wir das auch gemacht. Und die Antenne, die er drauf hatte, die hatte eine schlechte Stehwelle. Die war, glaube ich, im roten Bereich, 1 zu 3. Ja, und er hatte aber noch zum Glück andere Antennen. Und dann hat er eine andere Antenne dran gemacht, die war dann auch 1 zu 1,5. Ja, was soll ich sagen? Er meinte dann irgendwann, gab er mir die Antenne in der Hand und sagte, willst du sie haben? Naja, und wie ich so bin, ne? Ich kann ja alles gebrauchen. Habe ich dann gesagt, ja, warum nicht, ne? Und wenn man dann noch irgendwas mit bastelt oder, ja, keine Ahnung. Naja, jedenfalls habe ich sie genommen und habe mir die erstmal hier hingelegt. Und später guckte ich mir die nochmal so an und sah, dass sie ja eigentlich für CB ist. Ja, und dann habe ich den Holger nochmal abends angesprochen, weil ich immer die Antenne, die du mir gegeben hast, die war gar nicht für 2 Meter, das war eine CB-Antenne. Meine ich, wenn du die wieder haben möchtest, kannst du die gerne wieder haben, ne? Ja, wollte er aber nicht. Naja, gut, und seitdem liege ich die jetzt da hinten, aber wenn ich dann morgen meinen Magnetfuß mit der PL-Buchse kriege, dann kann ich immer schön wechseln, weil. Hier die Maas KCB 2000. Wenn ich direkt neben der CRT Space machen, weil von der Gerätegröße und alles sind ja beide gleich. Und ja, dann werde ich auch nur einen Magnetfuß, und zwar den größeren, den neuen, dann auf dem Dach platzieren. Muss mir natürlich vorher überlegen, womit will ich funken? Will ich jetzt mit CB funken oder will ich mit 2 Meter funken? Und für 2 Meter habe ich mir schon mal hier. Die neue Antenne, die ist also ja noch 1 Meter lang, ein Schweißstab. Ich denke mal, die werde ich wahrscheinlich mit Sicherheit um die Länge kürzen müssen, also um die Hälfte. Aber dann ist sie auf jeden Fall auch gut. Ja, und für CB die andere. Ne? Da muss ich natürlich auch noch die Stehwelle einstellen. Aber ich habe ja meine Stehwellenmessinstrumente für beide, für CB sowie auch für UHF und VHF. Das ist ja kein Problem. Ja, und dann, was soll ich sagen, bin ich auch mobilerweise auf beiden Bändern QRV. Ne? Nur natürlich nicht zusammen, geht natürlich nicht. Entweder oder. Ja, ich wollte auf jeden Fall, wenn überhaupt, mir einen 80-Kanal, und das hat die ja, 80 Kanäle, also 40 AM und 80 FM. Ja, ist schön leise, schön klein. Und was schön ist, die hat auch Vox, ne? Somit kann ich das Mikrofon irgendwo in der Nähe haben. Und wenn ich dann rede, sofern nicht die Motorgeräusche stören oder irgendwelche anderen Geräusche, dann ja, sollte das ja funktionieren. Ich habe die auch schon mal modulationsmäßig auf AM und FM noch aufgedreht. Gerade wegen Vox, weil ich ja dann weiter weg bin. Ja, und dann bin ich mal gespannt. Also ich habe die vorhin mal getestet mit dem Delef Zoll. War da soweit eigentlich mit der Modulation zufrieden. Also auf FM ist sie dreimal so laut wie auf AM. Da hat er mir auch mal
Ja, Audiomaterial. Er hat mich also quasi aufgenommen. Und das würde ich sagen, hören wir uns jetzt an nach dem Intro. Habe ich Aufnahme, sagst du? Du drückst in Aufnahme. Ich rede dann noch mal ein bisschen. Ja, genau. Also, wie gesagt, die ist ja schnucklig klein. Ne? Genau das, was ich wollte, eigentlich. Klein und unauffällig. Ja, ich hatte die jetzt auf DE geschaltet, damit ich auch wirklich die 80 Kanäle habe. Vorher war die auf EU, Europa. Ja, da hatte die, glaube ich, nur 40, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, gut, durch den längeren Durchgang ist sie jetzt auch schon ganz schön erhitzt, aber das ist ja bei der Space genauso. Ja, ich würde sagen, der Durchgang sollte an für sich reichen. Also ich habe nichts an der Lautstärke gemacht. Das ist genau so, wie ich jetzt von FM umgeschaltet habe. Mach mal. Ja, so, wir befinden uns hier gerade auf FM. Ich habe hier die Mars KCB 2000. Das neue Mobilgerät, also für mich mein neues Mobilgerät, da ist sogar noch die Folie am Display. Die habe ich vom Jürgen gekriegt fürs Auto. Genau. Ich warte jetzt nur noch, dass morgen der neue Antennenfuß kommt. Und dann könnte ich von Holger mal die CB-Antenne benutzen und die mal gucken, wie die Stehwelle da so ist. Ja, und für 2 Meter muss ich mir, wie gesagt, eine neue machen, eben per L-Stecker anlöten und dann den Schweißstab dran. Ja, ich würde sagen, der Durchgang würde wohl auch reichen. Ja, jetzt habt ihr ja auch mal mitbekommen, wie sich das Gerät so anhört. Klar, da ist jetzt der Hub voll aufgedreht, ne? Ich habe ja hier keine Messgeräte. Aber ich habe gedacht, jo, wenn ich zu laut bin, kann ich immer noch weiter weggehen. Und wenn ich, wie gesagt, fahre und habe das Ding auf Vox stehen, dann ist das Mikrofon ja sowieso weit weg. Von daher ist das schon mal alles ganz gut. Ja. Und ansonsten bin ich jetzt mal gespannt. Jedenfalls kann ich mich jetzt dann auch schon mal irgendwo auf den Berg stellen. Muss noch nicht mal jetzt eine Antenne mitnehmen. Also außer die, die ich sowieso bei habe. Und kann dann auch mal auf den 80-Kanal CB-Kanäle ein bisschen rumgucken, wo man so hinkommt. Was ich vorher ja nicht konnte. Naja, funkmäßig bin ich auf jeden Fall jetzt im Auto auch ausgestattet, wie hier zu Hause. Das war mir eben wichtig. Und ja. Das wollte ich euch in diesem Video mal eben so mitteilen. Gut, ich würde sagen, ich würde gar nicht sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, wer mich noch nicht abonniert hat, kann dies gerne tun. Kostet ja nichts, außer eben der eine Klick. Und wenn ihr dann noch die Glocke drückt und auf alles klickt, dann bekommt ihr auf jeden Fall immer, egal was passiert, ob ein neues Video kommt, ob ich einen Beitrag in der Community reinschreibe oder so. Immer direkt Nachricht und seid auf dem Laufenden, damit ihr auf jeden Fall nichts verpasst. Gut, in dem Sinne, ich sage danke fürs Zuschauen, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid und sage einfach bis zum nächsten Video. Ciao, euer Jörg.